So, hallihallo Freunde, mal eine kleine Runde Tops schnell machen. Da können wir erstmal drehen. Bundesliga, so, gefällt mir doch, da ich ja hier viele Spieler kenne, doch überraschend gut. Paxton, Pomykal, FC Dallas und wenn man halt auch mal ein paar neue Gesichter kennenlernt und dass man hier diese Übersicht hat, das hat man jetzt bei Panini nicht. Apps haben ihre Vor- und Nachteile, aber mir macht es durchaus Spaß. Ein paar Minuten am Tag, nicht mehr. Die Sammler, 3000 Münzen. Und wer ist das? Jack Price, Colorado Rapids. Ja, wie gesagt, mich stört das, dass die jedes Mal sagen, neue Karte, aber zumindest hier sehe ich ja, ob ich die schon hatte oder nicht. So, können jetzt hier irgendwas claimen. Und zwar nochmal 2000. Dann könnt ihr schon durchaus viele Münzen auch für irgendwelche Sachen. So, hier nochmal was, eine mysteriöse Schachtel. Christian Dejommé, Vancouver Whitecaps. Robert Ory Torkelson. Zachary Brault, Guyard, Montreal. Alex Bono, Toronto FC. Toronto ist immer gut. Marcel, New England Revolution. Die Teamnamen zu lernen. Xavier Arriaga, Seattle Sounders FC. Welche Städte hier eine relevante Mannschaft haben? Portland Timbers, Santiago Moreno. Okidoki. So viel zu sammeln, wie hier die Zahlen allein schon sagen. So, nochmal 5000 Münzen. Werde hier zugeschüttet mit Geld. So, Mission, da haben wir nichts zu holen. So, ah, hier können nochmal 2000 Münzen. Wofür das denn jetzt schon wieder? So, dann kaufen wir uns mal im Laden Luis Araujo 2000 Retro Designs für MLS. So, Facundo Torres, Orlando City SC, Maxi Urruti, Austin FC, Sula, mein Coach, Dane St. Clair, Minnesota United, Mark Anthony Kay, Colorado Rapids und Steven Moreira, Columbus Crew SC. Hier wachsen die Sammlungen. Jetzt kommen ja wahrscheinlich regelmäßig neue dazu. So, dann kaufen wir uns mal. Was ist neu? MLS Oldschool könnte jetzt mit Luis auch haben. Ja, der meiste Content, wie gesagt, wahrscheinlich wohl für die Amerikaner. Aus irgendwelchen Gründen. Bundesliga gibt es ja zumindest diese eine einzige Serie. Okay, gibt es aber wohl einiges zu holen. Deswegen kaufen wir da mal. Jetzt gibt es nochmal Zweitligisten. Gut, Weghorst, Wolfsburg, Manuel Neuer schon wieder, Bayern München, Jonathan Schmid, Freiburg, Matthias Ginter, Gladbach und Florian Niederlechner, Augsburg. Zumindest verschiedene Bases hier, dass man da schon wahrscheinlich eine Weile mit beschäftigt ist. So, zurück. Und dann kaufen wir uns mal noch einen Champions League Pack. Ryan Gravenberch, Ajax Amsterdam, Bonk Innocent, Malmö FF, Cristiano Ronaldo, Manchester United, ich schon mal Maximilian Woba, FC Salzburg und Karim Benzema, Real Madrid. Wo kann ich die Duplikate sehen? Was mache ich damit denn? Kann ich die so verkaufen? Oder wahrscheinlich schon, ne? So, und dann. Ach, weil Bundesliga am interessantesten ist, kaufe ich davon noch eins. Cool, haben wir hier noch genug. Bisschen Pinke ist auch noch übrig. Gideon Jung, Greuther Fürth. Hier haben wir wirklich nur Erstligisten. Sebastian Rode, Eintracht Frankfurt. Pavel Kaderabek, Hoffenheim. Yannick Keitel, SC Freiburg. Axel Witzel, Dortmund. Die Sammlung wächst. Und ja, ich würde sagen, dann war es für heute oder für jetzt. Vielleicht machen wir später noch eine Runde. Ich sage erstmal Tschüss, bis dann.